Jo, ich bin hier bei Sandberg, bei Holger. Und Holger macht natürlich schon seit den 80er Jahren Bässe. Super geiler Typ und hat mir gerade die ganzen Neuheiten gezeigt. Was hast du uns mitgebracht? Also als erstes kann ich dir vorstellen den neuen Ken Taylor Bass. Ja. Das ist ein 20th Anniversary Ken Taylor Modell. Also Ken Taylor ist ja Bassist unter anderem von Peter Maffay, ist aber auch weltweit in allen möglichen Studios unterwegs. Und vor 20 Jahren haben wir zusammen diesen Bass entwickelt. Und den gab es, aber nicht mit den ganzen Details. Und das normale Ken Taylor Modell sieht seit 20 Jahren eigentlich so aus. Ja. Hat keinen Pickguard und auch keine Metallplatte für die Poti-Knöpfe. Aber jetzt zum 20-jährigen Jubiläum haben wir seinen Original-Bass wieder aufgebaut. So lange ist er schon in Dorsa bei dir, ne? Der ist schon seit 20 Jahren. Seit den 80ern. Ja. Kenne ihn schon sehr lange. Super guter Typ, ne? Ich kann auch sagen, dass wir mittlerweile echt gute Freunde geworden sind. Er spricht doch gut Deutsch, gell? Er spricht gut Deutsch, ja. Spricht besser Deutsch als ich Englisch auf jeden Fall. Jo, was ich hier sehe, ist matt, schwarz und böse. Genau, die heißen auch Nighthawk, also Nachtfalke. Das sind zwei neue Variationen aus der Ken Taylor, aus der California-Serie. Und zwar haben die spezielle Pickups, die wir eigens für diese Nighthawk-Serie gewickelt haben. Die sehen ein bisschen aus wie Alnico-Magneten, also Alnico-Pickups, sind aber keramische. Und das ist so die Besonderheit. Und die haben speziell für diese Serie so einen sehr knochigen, knorzigen Sound. Also die klingen nicht so fett, bassig wie unsere normalen California-Pickups, sondern haben so mehr so dieses mittige, knorzige, Vintage-mäßige. Genau. Wie ist die Schaltung aufgebaut hier? Die beiden Modelle sind aktiv, haben Volumen, Balance, Treble und Bass und beim Volumen kann man halt noch aktiv-passiv stellen. Okay, das heißt, geht auch, wenn man will, ohne Batterie. Genau. Mhm. Und im Passivmodus haben die noch eine passive Höhenblende. Was jetzt seit der Messe oder ab der Messe alle unsere aktiven Bässe haben. Haben alle eine passive Höhenblende mit drin. Okay, zum VM gehört auch der TM? Genau, also noch ganz kurz erwähnt, Die sind nicht nur matt schwarz, sondern die haben auch einen Aluminium-Pickguard. Mit einer, das so bei den Fingernägeln so sich widerlich anfühlt. Ne? Ja, das fühlt sich aber eigentlich ganz schön an, weil das so eine Hairline-Structure hat. Okay. Also nicht plain und glatt poliert, sondern so ganz leicht eine raue Oberfläche. Was sehr schön auch mit dem Schwarz-Matt-Finish zusammenpasst. Das stimmt allerdings, da hast du recht. Und das ist hier das VM-Modell. Zum VM gehört der TM. Richtig. Hol ich mal runter. Der kleine Bruder, das TM-Modell, hat die gleiche Elektronik, also Volumenbalance, Treble, Bass. Und er hat hier speziell noch einen Splitschalter. Also man kann den Humbucker splitten, was eigentlich bei allen TM-Modellen bei uns so serienmäßig eingebaut ist. Das heißt, du hast so ein bisschen so die Variation Music Man und genau. Jazz, was man so will. Ja. Und der vordere Pickup, der Jasper-Style-Pickup, ist auch ein Humbucker, also brummfrei. Okay. Mhm. Ja, schönes schwarzes Modell. Ja, was mir bei Sandberg schon sehr, sehr früh aufgefallen ist, ist, dass die Bässe super geil geaged sind. Also ich muss sagen, ich stehe ja total auf Aging, auch bei Fender und Gibson ist es ja immer ein sehr, sehr großes Thema. Aber ich muss sagen, der Holger macht das noch ein bisschen geiler. Sag mal was dazu. Ja, das Aging machen wir schon seit mittlerweile 12, 13 Jahren und wir haben in diesem Zeitraum drei verschiedene Stufen entwickelt. Wir haben, als wir damals angefangen haben, hatten wir eigentlich nur das Soft-Aged im Programm. Das heißt, so leichte Abriebstellen, eigentlich ein gepflegtes Instrument, was über 10 Jahre intensiv geputzt wurde mit leichten Macken. Das ist so das soll das Soft-Aged darstellen. Also leichte Spielspuren. Und natürlich da mit der Daumen. Genau. Oder Daumen hinten ist auch, ne? Ganz klar. Genau, also wichtig ist natürlich auch, dass man die realistischen Stellen aged. Also da, wo der Arm zum Beispiel aufliegt oder die Gürtelschnalle. Und das ist ja bei Fender oft so, dass die Instrumente recht gleichmäßig geaged sind, wo man sich dann denkt, komisch, wie kommt denn die Macke dahin? Aber du achtest darauf, dass es wirklich authentisch ist. Auf jeden Fall. Also ein Aging muss schon authentisch aussehen. Also es kann nicht an irgendeiner Stelle stark abgenutzt sein, wo man nie irgendwie sein Knie oder seine Gürtelschnalle oder irgendwas zum Abreiben hat. Ne? Das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Sonst wirkt es halt nicht authentisch. Genau. Okay, dann hast du die nächste Stufe? Die nächste Stufe ist das Hardcore-Aged. Da nehmen wir mal als Beispiel den hier. Das ist ein Hardcore-Aged-Creme, wo schon die Abriebstellen und durchgeschliffenen Stellen deutlich größer sind. Ich finde, es sieht ultra krass authentisch aus. Also es ist echt, ich habe immer gedacht, das ist der Wahnsinn, weil diese Art, also das sieht nicht aus wie neu, also diese Macken sehen nicht aus wie neu, sondern die Macken sehen aus wie alt. Das ist total krass. Und das ist halt der große Unterschied. Das ist auch eine Schwierigkeit, Macken so hinzukriegen, dass sie wie zum Beispiel 30 Jahre alt aussehen. Weil wenn du eine Macke irgendwo reinhörst, ist sie ganz frisch, weil sie scharfkantig ist. Ja, ja. Und wir fangen bei dem Aging
bei den Blässen, die wir agen, fangen wir schon mit dem rohen Holz an. Das rohe Holz wird schon mit bestimmten Flüssigkeiten behandelt, damit es hinterher, wenn man den Lack wieder abarbeitet, das Holz selber halt auch schon alt aussieht. Ja. Holz verfärbt sich ja auch über so einen langen Zeitraum. Ne? Und hier beim Creme zum Beispiel haben wir verschiedene Farben aufeinandergelegt. Und das sieht besonders charmant aus, wenn man die Farbschichten dann durchschleift. Also man sieht, dass die Stelle, die vom Holz ausgehend jetzt durchgerieben ist, halt eine hellere Färbung hat. Wobei das hier die Grundierung sein müsste, oder? Wie ist, oder? Die Grundierung ist hier diese kleinen dunklen Stellen, die man noch auf dem Holz sieht. Und das ist hier der durchgeriebene Lack. Die ganze Fläche ist halt nachgedunkelt. Genau. Und das ist dann der Klarlack oben drauf. Ne? Genau. Mhm. Die Lackierung bei den geagten Sachen ist sehr dünn. Also kaum dicker als bei den matt lackierten Bässen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz andere Lackierung als bei unseren High-Gloss-Bässen. Man kann nicht einen normalen High-Gloss-Bass nachträglich agen. Kann man zwar auch, aber es würde halt nicht so authentisch und echt aussehen wie die Lacke, die wir von vornherein für das Aging nehmen. Würdest du sagen, dass ein geagter Bass anders klingt als ein High-Gloss-Bass? Die klingen auch ein bisschen anders. Man kann nicht sagen besser oder schlechter, aber klingen ein bisschen anders. Weil das Holz einfach ein bisschen stärker oder ein bisschen einfacher schwingen kann, weil halt weniger Lack drauf ist. Okay, gut, apropos Schwingung, du hast mir vorhin was erzählt. Genau. Gehen wir zum nächsten Instrument. Der gefällt mir am allerbesten. Das ist hier das Masterpiece-Modell, also die Masterpiece-Ausführung. Und das Masterpiece-Aging macht bei uns nur einen Mitarbeiter, der eigentlich auch generell die anderen Stufen mitentwickelt hat. Also wir haben insgesamt drei Leute, die bei uns diese Aging-Prozesse machen, aber das Masterpiece wird nur von Christian gemacht. Ich finde es so geil, dass das hier diese weichen, die weichen Bestandteile vom Holz sind raus und die harten bleiben so stehen. Das ist der Hammer. Ja, Christian hat sich über die Jahre auch spezielle Werkzeuge entwickelt. Also eigentlich für jeden Mackentyp hat er ein spezielles Werkzeug. Und das sind die unmöglichsten Werkzeuge. Das sind teilweise ein Sammelsurium von irgendwelchen Mercedes-Benz Autoschlüsseln oder umgebaute Nudelhölzer mit kleinen Noppen drin. Super geil. Hier ist auch wieder der Daumen zu Hause. Ne? Ja, genau. Und hier sieht man auch, dass das Holz richtig alt aussieht. Ne? Also es sieht halt wirklich aus wie vor, keine Ahnung, vor 25, 30 Jahren schon durchgescheuert und dann einfach so einen normalen Alterungsprozess ausgesetzt. Ne? Wenn du so Treppengelände hast von so 50er Jahre Mietshäusern, wo seit 40, 50 Jahren Leute runtergehen, die haben auch diese Struktur. Ja, stimmt, genau. Vielleicht hat ihn das inspiriert, könnte sogar sein. Und wenn Masterpiece-Bässe brauchen halt in diesem Prozess sehr, sehr lange. Also Christian sitzt an einem Bass ungefähr 3 bis 4 Tage, nur am Agen. Und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überkandidelt an, aber es ist wirklich so, dass sich Christian, bevor der einen Bass anfängt zu agen, sich eigentlich immer eine Geschichte für das Instrument ausdenkt. Ich finde das total wichtig, weil du musst dich mit der Arbeit selber identifizieren, sonst bist du damit nicht gut, sonst bist du darin auch nicht gut. Ja, ja. Ganz das wichtig. Wichtig. Ja. Ich glaube, es ist auch für ihn selber ganz wichtig, um diese Prozesse auch mal für ihn selber frisch zu halten, ne? dass er nicht einfach maschinell jetzt seine Hardcore-Age-Bässe oder Masterpiece-Bässe macht, sondern wirklich mit so einer eigenen Story rangeht. Ne? Ja. Also viele Leute finden ja das Aging ziemlich bescheuert, weil sie sagen, warum soll ich Geld dafür bezahlen für ein Instrument, was praktisch alt aussieht. Ja? Ich meine, ich stehe total drauf, aber ich finde, es gibt einen Punkt, der ganz wichtig wird, wenn man wirklich ein geagtes Instrument spielt, man fasst das anders an. Wenn ich was Neues habe, was wirklich keinen Kratzer hat, dann spiele ich das mit spitzen Fingern. Und wenn ich mir so ein Instrument kaufe, dann nehme ich das in die Probe und spiele sofort, als wäre es schon ewig meins. Ja, ich glaube, das ist halt, ja genau, was du sagst. Es ist so, man hat so ein Ehrgefühl vor so einem Instrument, was so alt aussieht und schon so mitgenommen, so eine richtige 30 Jahre alte Rampensau irgendwie, ne? Die schon alles Mögliche mitgemacht hat. Ich meine, er sieht ja auch so aus, als wenn der schon bei Woodstock eingesetzt werden können. Ne? Ja, genau. Und dann noch, wo ich gerade das Griffbrett sehe, bei Christian ist es auch so, der überlegt sich, was der eigentliche damalige Besitzer, was es so für ein Typ gewesen sein könnte. Ob er mehr Blues oder mehr Rock oder vielleicht ein Jazzer. Und demnach macht er auch diese coolen im Griffbrett, schleift da bestimmte Skalen rein. Hier kann man zum Beispiel sehen, dass die G meiner Skala richtig ausgeprägt ist. Das ist der absolute Hammer. Und manchmal gibt es auch welche, wo er sich wahrscheinlich gedacht hat, oh, das war irgendwie so ein Virtuose, der hat viel Solo gespielt und da sind hier oben halt mehr Stellen drin. Also das ist auch wirklich jedes Griffbrett anders geaged. Also nochmal, also ich meine, ich hab wirklich viele geagte Gitarren gesehen oder viele geagte Bässe auch gesehen. Ich meine, Fender und Gibson macht das auch, ja. Aber ich sag's nochmal, so gut
wie von euch habe ich es echt noch nie gesehen. Also ich habe schon oft überlegt, ob man mal irgendwie Fender mal zu euch einlädt, dass sie das mal anschauen, wie das richtig geht. Ja? Aber es ist echt der Hammer. Ich bin echt platt, weil es sieht einfach wirklich alt aus. Sieht wirklich alt aus. Ja, wie gesagt, alle 12 Jahre intensive Forschung und Entwicklung. Da haben wir schon sehr, sehr viele Entwicklungen. Da sieht man mal wieder, dass es die Deutschen drauf haben. Mit dem Altern. Im Moment, wo es gealterte Autos gibt. Ja, Holger steht auf jeden Fall auch auf außergewöhnliche Designs und ihr habt bestimmt schon gesehen auf unserem Videokanal der Puzzle Bus. Das ist der absolute Hammer. Das sind massive Puzzlestückchen. Genau, das sind massive Puzzlestückchen, die von unserer CNC oder einer unserer CNC-Fräsen ganz exakt ausgefräst werden und dann nach Belieben zusammengesetzt werden können. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Holzsorten. Ja, in dem Bass sind zum Beispiel 13 verschiedene Holzsorten drin. Angefangen von Kokobolo, Makassa, so ein paar Exoten, Vogelaugen-Ahorn, Mahagoni, Nussbaum finden wir hier. Hier ist ein normales Ahorn, Zebrano und Imbuya ist bei dem zum Beispiel mit drin. Theoretisch könnte sich der Kunde auch überlegen, wo er welches Puzzleteil hat, wenn er sich die Mühe machen will. Genau, das heißt, man würde sich seine eigene Puzzleteil-Mischung machen. Ja, genau. Mhm. Wenn man vielleicht noch klangliche Aspekte mit einfließen lassen will, dass man die Brücke lieber auf dem Hartholz setzt und vielleicht den mittleren Teil des Buddies mit weicheren und leichten Hölzern wie Erle, dann kann man das auf jeden Fall selber zusammenstellen. Und der Headstock ist halt auch mit Puzzle belegt. Von oben bis unten Puzzle. Super geil. Also ein ganz großer Schwerpunkt bei uns in der Firma, in unserer Firma ist halt, dass wir permanent an neuen Finishes arbeiten. Es geht von Puzzle-Bass über den Patchwork-Bass oder mit Leder bezogen. Zum Patchwork-Bass musst du mir was erzählen, weil dazu gibt es eine super geile Geschichte. Also den haben wir. Der Patchwork-Bass soll eigentlich darstellen, dass man bei uns alle möglichen Komponenten selber zusammenstellen kann. Das ist ja unsere Firmenphilosophie. Also der Kunde kann sagen, welche Hardware er haben will, Chrom, Schwarz oder Gold, was für Pickups, welche Griffbrettkomponenten, ob ein Ahorn-Griffbrett, ein Ebenholz, Block-Inlays oder Dots oder Blank, Matched Head oder nicht. Also bei uns kann man sich halt sehr, sehr viel zusammenstellen. Geht auch über die Pickard-Farben, die man sich ohne Aufpreis zusammenstellen kann. Und dafür haben wir mal vor 2 Jahren ein Poster entwickelt im Photoshop. Eine Fotomontage. Es war eine Fotomontage im Photoshop, wo wir diesen Patchwork-Bass erstellt haben. Und der ist so gut angekommen, haben so viele Leute gefragt, Mensch, könnt ihr den nicht auch in echt bauen? Dass wir uns für die darauffolgende Messe überlegt haben, ach, den bauen wir jetzt wirklich mal in echt. Also mit wirklich geteiltem Griffbrett und 4 verschiedene Hölzer im Korpus. Das haben wir dann nach der Messe zum Beispiel bei Facebook gepostet. Und die Leute haben uns dann aber nicht geglaubt. Weil sie gedacht haben, dass das Modell wieder fotomontiert ist. Genau. Und dann musst du also das Video drehen, um zu beweisen, dass er wirklich echt ist. Das ist doch der Hammer, oder? Du baust ein Modell, was aussieht wie eine Fotomontage und dann wird es fotografiert und die Leute denken, es ist eine Fotomontage. Genau. Aber was auch wirklich wichtig ist, das heißt, du machst auch wirklich so Custom-Shop-Geschichten. Wenn man sagt, ich will eine bestimmte Farbe, ich will eine bestimmte Pickup-Konfiguration, bestimmtes Finish, bestimmtes Aging. Genau. Also ich denke mal, dass wir in unserer Firma 95% Serienmodelle bauen und 5% ist Customized. Es könnte eine Axtform sein oder Leute können ihre eigenen Zeichnungen mitbringen und das sind bei uns ungefähr so 5%. Okay, was spezielle Finishes angeht, ist Holger immer für eine Überraschung gut. Und ich bin hier vorhin hier rumgelaufen und habe mir gedacht, ey, ich schaue in meinen Kleiderschrank, es sieht extrem nach Kleiderbügel aus. Genau, das ist die Lederversion. Das ist in dem Fall ist es ein California VM-Bass, der komplett mit Leder eingepackt ist. Sogar das Pickard ist aus Leder. Ist richtiges, echtes Leder? Richtiges, echtes Rindsleder, genau. Das hat die Firma Richter hier gemacht, die auch Ledergurte machen und Geekbags. Ja. Auch wieder der Headstock eingepackt. Das muss ja Matching sein. Richtig, bei so einem Finish auf jeden Fall. Und fühlt sich natürlich ganz weich und komfortabel an. Hat es früher gegeben von Burns, aber das war nicht echtes Leder, ne? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, aber es ist zumindest absolut 70er-Style. Hier haben wir noch einen in Straußenleder, im rot eingefärbten Straußenleder. Das ist ja auch mit einem Noppenfinish. Das ist auch ein sehr schönes Exemplar. Ey, ich glaube, ich habe noch nie Straußenleder an. Ist echt Straußenleder? Ja, Straußenleder. Ich habe den Federkiele drin. Ich habe den aber nicht gefangen, den Strauß. Ich bin nicht hinterhergelaufen. Du hast das Ei ausgeschlürft. Ja. Ja, normalerweise ist es ja so, dass wir zu Gitarrenfirmen gehen und die machen dann auch so ein paar Bässe und so weiter. Bei Holger ist es genau umgekehrt. Er macht eigentlich Bässe und macht auch ein paar Gitarren. Aber auch da bist du super geil. Also Gitarren bauen wir eigentlich schon immer.
Bloß bei den Gitarren ist es so, dass wir angefangen haben, vor 27 Jahren, mehr oder weniger mit Customizing-Sachen und hatten zwischendurch immer mal so ein eigenes Modell, aber es war eigentlich schwerpunktmäßig Customizing. Und seit 3-4 Jahren haben wir jetzt wieder eigene Modelle im Programm. Okay, das war auch so die Zeit, wo man viele Gitarren umgebaut hat. Alle wollten Tremolos haben oder Hälse verändert haben oder andere Pickups haben. Und Humbucker in die Strat und so weiter. Ne? Genau. Okay. Und welche Modelle hast du hier? Also wir haben die California-Serie. California STHM heißt die, weil die zwei Humbucker hat, deswegen HM. Dann haben wir die California STS, die hat drei Single-Coil-Pickups. Das Besondere bei der Gitarre ist, dass man in der letzten Stellung noch mit einem Push-Push die beiden Pickups als seriellen Humbucker schalten kann. Also man sieht von außen nichts, sondern hat so eine versteckte Schaltung drin. Das, hier, auch hier sehe ich dein wunderbares Aging. Genau, die wurde ein bisschen angeaged. Und dann haben wir noch so die Edelversion mit einer Edelholzdecke. In dem Fall ist es Quilted Maple, wo kein Pickup montiert wurde und die Pickups von hinten das Holz eingesetzt wurden. Massiv Maple oder hast du auf der Rückseite ein anderes Holz? Auf der Rückseite ist Mahagoni und eine knapp 10 mm dicke Flame Maple Decke oben drauf. Wie es gehört. Genau, muss schon ein bisschen was Dickeres sein. Dann haben wir seit 2 Jahren die Florence im Programm. Mit einem eingeleimten Hals, komplett aus Mahagoni. Hals ist auch aus Mahagoni. Mit Locktunern und auch eigenen Humbuckern. Zur Messe jetzt mal ein Modell mit schwarz und schönen Rallye-Streifen drin. Und neu auf der diesjährigen Messe ist die Florence Flat 90. Das ist eine etwas günstigere Version, ohne gewölbte Decke und einen auch wieder selbst entwickelten P90-Style-Pickup drin. Klingt vom Klangcharakter, kann man sagen, hat hier so ein sehr spritziges Attack und diesen typischen vintage-mäßigen P90-Sound, also cremig und crispe Höhen. Schon allein durch die spitze Vakation, ne? du hast eine einteilige Brücke aus P90 und Mahagoni, gell? Also wir haben jetzt zwei Prototypen dabei, eines aus Mahagoni und der andere aus Erle und wir werden es wahrscheinlich für die aus Erle entscheiden, weil die dem Charakter der Gitarre so ein bisschen zuträglicher ist, also so ein bisschen mehr rauskehrt, dieses schöne Attack. Aber das wird sich erst nach der Messe entscheiden, welche Version wir nehmen. Ja, da haben wir es im Grunde, wir sind durch. Du hast uns die ganzen Neuheiten gezeigt. Und wir stehen hier gerade vor einem supergeilen Bild. Mir hat der Bass total gefallen. Das ist der Hammer. Ja, das ist ein VT-Modell, ein Candy Apple Red, hardcore geaged. Wobei das Aging natürlich auch in der Location wiederzufinden ist. Da hast du mir eine geile Geschichte dazu erzählt. Ja, wir haben Ende letzten Jahres ein Fotoshooting gemacht fürs neue Prospekt. Das war so ein altes Lungenkrankenhaus oberhalb von Berlin-Oranienburg. Und da haben wir uns für 3 Tage eingemietet und Fotosession gemacht für das neue Prospekt, was man hier schon sehen kann. Und meine Tochter war halt auch mit dabei bei dem Fotoshooting. Und hier haben wir dann einfach mal so ein Brautkleid angezogen. Und, du hast einfach mal auf den Flügel gesetzt, hast gemeint, du nimmst jetzt den Bass in die Hand und machst mal auf Rock'n'Roll. Genau, das kann man doch sehen, das rockt doch ganz gut. Der absolute Hammer. Also ein Lungenkrankenhaus, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Lungenkrankenhaus. Das heißt, da wurden die ganzen lungenkranken Soldaten hingehievt und die sollten sich da mal erholen. Ne? Also ungefähr, ja, genau. Voll geil. Ja, super, war super geil, du hast uns alles gezeigt, klasse. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Olli. Gell? Komm, sag Hallo. Gerne wieder. Jungs, Mädels. Danke für eure Attention.